Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Videoreihe und zwar der Erklärbienen habe ich sie genannt. Wir haben jetzt den 10. März und ihr seht, vor den Bienenvölkern tut sich schon etwas. Was sich da jetzt tut, habe ich mir gedacht, fange ich einfach mal mit diesem Video an. Und heute möchte ich euch etwas darüber erklären, was die Bienen im Winter bzw. am Anfang des Jahres machen, sobald die Temperaturen wieder steigen. Bleibt dran und ihr seht es jetzt gleich. So, ihr seht schon, dass hier am Volk 2 zu eurer Rechten viel mehr los ist als hier am Volk 1 zu eurer Linken. Das ist wahrscheinlich, weil hier die Sonne mehr draufsteht und es hier schon etwas wärmer ist. Die Außentemperatur liegt generell so gerade bei 8 Grad und hier in der Sonne wird es ein bisschen wärmer sein. Die Bienen, die waren jetzt den ganzen Winter lang in der Wintertraube. In der Wintertraube bilden die einen Ball, wo die sich mit warm halten. Innerhalb dieses Balls, da ist die Königin, also ganz in der Mitte, wo es am wärmsten ist. Der Ball ist dann geformt und außen sind Bienen und innen sind Bienen. Und außen, da wo es am kältesten ist, da klettern die Bienen dann wieder nach innen, wo es wärmer ist, sodass sich das dann immer wieder austauscht und die Bienen von innen nach außen und von außen nach innen wandern. So ist gewährleistet, dass keine Biene unterkühlt und insgesamt in dem Bienenstock eine gewisse Temperatur herrscht. Wie diese Wintertraube aussieht, habe ich schon mal vor 1-2 Wochen etwa gefilmt und das zeige ich euch jetzt. Wintertraube ist erklärt und dann schauen wir uns mal diese Wintertraube an. Hier oben drauf ein bisschen Schwitzwasser, Kondenswasser, halb so wild. Und dann mal auf. So, der Deckel ist relativ locker jetzt durch den Winter wahrscheinlich. Die Wintertraube hier wunderbar zu sehen. So, hier einmal rundherum. So, damit es nicht ganz so kalt darin wird, schließe ich das Volk jetzt auch wieder. So, die Wintertraube habt ihr gesehen und jetzt sind die Temperaturen gestiegen und die Bienen, die fangen an, die Temperatur zu spüren und fliegen dann auch raus. Was die Bienen jetzt hier machen, das ist der sogenannte Reinigungsflug. Bei dem Reinigungsflug ist es so, dass die rausfliegen und dann ihre Kotblase erstmal entleeren. Ihr müsst euch vorstellen, dass die natürlich in ihrem Bienenstock ihre Kotblase über den Winter nicht entleeren und dass sich das dann alles anstaut. Die Bienen, die fliegen jetzt raus und entleeren ihre Kotblase. Das machen die am allerliebsten über Weiß, also ein weißes Oberteil. Ist so gesehen nicht zu empfehlen, aber gut, das sind die Imkerklamotten, da ist es nicht ganz so tragisch. Eure Wäsche, wenn ihr die jetzt bei den ersten steigenden Temperaturen raushängt, könnt ihr natürlich auch was abbekommen, am meisten sogar die weißen Bettlaken oder ähnliches. Und die Nachbarn, die ein weißes Auto haben, werden sich auch darüber freuen, wenn ihr zu Hause einen Bienenstock habt. Alles halb so wild, aber falls ihr euch wundert, warum das Auto dann zu der Jahreszeit dreckig ist und vor allem die weißen Sachen und weißen Autos dreckiger als alle anderen, dann habt ihr jetzt die Erklärung dazu. Ja, über Bienenkrankheiten haben wir auch schon mal kurz gesprochen und zwar mehr über die Milbe, die Varroa-Milbe. Es gibt aber auch noch andere Krankheiten.
Und unter anderem ist es die Nosema bzw. Nosematose. Das ist eine Darmseuche, die auch die Bienen befallen kann. Die kann entstehen, wenn die Bienen ihren Darm lange nicht entleeren können. Und daran erkranken die dann teilweise auch. Zu empfehlen ist daher, relativ hochwertiges Futter zu nehmen, was möglichst wenig von diesen Ballaststoffen hat, und Futter, was gut von den Bienen verarbeitet wird. Das ist bei normalem Zucker oder Zuckersirup nicht der Fall. Bei den Futtersirupen, die es gibt, die angeboten werden, da ist es halt dann der Fall, dass die Bienen das wesentlich besser verdauen können und nicht so viel Abfälle dabei produziert werden. Ja, die Bienen, die fliegen sich hier auch ein, also die fliegen jetzt raus und sammeln wieder Pollen und Nektar, und vorher fliegen die sich ein. Also die machen ihren Reinigungsflug, fliegen sich hier ein und wissen dann, wo sie sich befinden, um dann später ihren Bau auch wieder zu finden. Ich zeige euch jetzt mal hier einen kleinen Schwenk, welche Pflänzchen hier in der Nähe sind, und noch ein, zwei Nahaufnahmen von den Bienen in den Blüten. Und danach gibt es noch ein kleines Thema. So, da sind die ganzen Schneeglöckchen. Und dort sammeln auch schon die Bienen ganz fleißig ein. In der Winterzeit ist es auch so, dass viele Bienen gestorben sind, und die toten Bienen, die liegen dann am Boden der Kiste. Die Bienen, die schleppen diese toten Bienen dann raus und wollen die auch nicht direkt vor ihrer Beute sitzen haben, und bringen diese dann weiter weg. Hier jetzt noch eine Aufnahme, wo ihr eine Biene eine andere tote Biene tragen seht. Ja, das war's von dem ersten Video zu der Erklärbeam. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und in den nächsten Videos möchte ich das so fortführen. Viele stellen mir immer wieder Fragen, die ich so in meinen Videos bisher nicht beantwortet habe. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, die euch interessieren oder ähnliches, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde es versuchen, das irgendwie in den Videos unterzubringen oder auch gezielt Videos darüber zu machen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr die Videoreihe gut findet, dann hinterlasst einen Daumen hoch. Wenn es nicht der Fall ist, dann auch einen Daumen runter und im besten Fall noch einen Kommentar. Ja, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ja, hier noch ein kleines Extra, und zwar habe ich am Anfang des Videos gesagt, Folge 1 auf der rechten Seite ist schon mehr los, und hier am Folge 2 noch gar nichts, beziehungsweise Folge 1, Folge 2 so rum. Ja, jetzt ist eine gute halbe Stunde, denke ich, vergangen, und ihr seht, dass ja auch das erste Volk auf der linken Seite angefangen hat zu fliegen. Ich halte einfach nochmal 20 Sekunden drauf, und dann könnt ihr mal sehen, was passiert.